Olaf Toplane spielen wie ein Master Halo Spieler. Darum geht es im heutigen Video. Den letzten Olaf Guide hatte ich zu Olaf Jungle gemacht. Mittlerweile würde ich aber sagen, dass Toplane sogar besser ist, weil du einfach mehr XP bekommst. Sprich, wenn du so einen Solo Carry Champion spielst und Olaf Top ist ein Solo Carry Champion, ja, dann kann die Top Position, believe it or not, besser sein als Jungle, was an sich schon ein bisschen crazy ist, aber ihr seht, Leute, es kann funktionieren. Das Ding ist, er geht halt unglaublich viele verschiedene Builds. Guck mal, viele verschiedene Items, egal. Ich kann mich da gar nicht so richtig entscheiden, welches Game wir nehmen sollen. Vielleicht einfach das letzte, maybe. Interchen. Yumi mit dem Namen Interchen ist schon witzig. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Game hier. Runen könnt ihr euch wieder screenshotten oder lasst doch direkt einen Bookmark da. Dann könnt ihr euch das Video nämlich immer wieder anschauen. Ich habe eine Änderung im Ingame-Overlay vorgenommen. Nämlich von Beschwörernamen zu Championnamen. Und ich erkläre euch auch wieso. Erstens ist es übersichtlicher für die Guides. Ich meine, so viel müsste klar sein. Zweitens habe ich beim Spielen gemerkt, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich die Champion-Namen eingestellt habe und nicht die... Ey, der hat ja einen sicken Zaya-Skin. What the hell? Jedenfalls, ich habe gemerkt, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich die Champion-Namen einstelle und nicht die Beschwörernamen. Weil bei den Beschwörernamen ist das Ding, manchmal haben sie so Namen wie so Übersmurf 123 oder so und du denkst dir so, oh Mann. Übersmurf 123 ist bestimmt ein richtig guter Typ. Und dann spielst du wahrscheinlich, dann spielst du manchmal so ein bisschen zu respektvoll, obwohl du es eigentlich gar nicht machen müsstest. Deswegen habe ich die Namen ausgeschaltet und mehr so, ja, objektiviert, könnte man fast sagen, dass man nur noch den Champion-Namen sieht. Und mir hat das geholfen im Ranked, also könnt ihr auch mal ausprobieren. Tatsächlich mute ich auch Leute, weil der Chat... ich mute auch meistens mal alle, weil der Chat in League of Legends wird meistens nur zum Flamen missbraucht. Es macht aber Sinn, die Pings wieder anzustellen, weil ich würde euch empfehlen, in League eher mit Pings als über den Chat zu kommunizieren. Funktioniert meistens besser, das schon mal als Tipp an dieser Stelle. So, Olaf gegen Darius. Also mein Problem mit Olaf ist, immer wenn ich gegen den spiele, habe ich das Gefühl, der gewinnt jedes 1 gegen 1 automatisch. Und so ein bisschen ist Olaf auch darauf ausgelegt, mit seiner passiven mehr Attack Speed, je lower HP. Oh, das wird spannend, Leute. Interessanter Trade gegen Darius hier auf jeden Fall. Ich hasse die Lane gegen Olaf. Es ist immer so. Du hast immer das Gefühl, er gewinnt jedes 1 gegen 1 automatisch. Ich meine, dasselbe kann man auch zu Darius sagen. Und das stimmt in vielen Fällen auch. Aber ich finde Olaf viel schlimmer als Darius. Also ich habe auch schon so viele Bullshit-Momente von Olaf gesehen, wo der so 1 gegen 3 sich so im letzten Moment hochhalten und alle umklappt. Ich finde, Olaf sollte gereworked werden. Ich finde, der Champion ist sinnlos gebalanced zurzeit. Das ist einfach... Vor allem die Tatsache, dass er ein Schild in seinem Kit hat. Digga, ich bin ausgeflippt. Also so ein Champion wie Olaf sollte kein Schild in seinem Kit haben. Das ist der größte BS. So, er hat schon First Blood geholt. Er geht Doran's Blade. Interesting. Höchstens in einem Poke-Matchup würdest du Doran's Schild gehen. Der Dagger-Kauf von Darius fühle ich jetzt auch nicht so. Ist das wirklich Master Elo? Tosa, Alter. Falls du das Video schaust, gib diesem Darius hier mal ein paar Tipps. Ich würde nicht sagen, dass du First Item... Digga, gehst du? Er hat sich hier schon, die Hearthbound Axe gegönnt. Ja, das wird schwierig wieder. So, wir können uns ja nochmal die Fähigkeiten anschauen. Berserker Range. Attack Speed 10% based on his. Also, er bekommt bis zu 65% Attack Speed und 10% Lifesteal, je nachdem, wie viel Leben ihm fehlt. Oh, poor Darius. Ja, Darius, Darius ist so ein Hit-or-Miss-Top-Laner. Ihr könnt snowballen oder werdet gecampt und seid useless. Bei Olaf ist auch so ein bisschen so tatsächlich. So, also er bekommt mehr Attack Speed und Lifesteal, je lower die AP sind. Daher kommen auch diese Bullshit 3 gegen 1 Momente, wo er im letzten Moment zufällig alle umhaut. Ja, ist halt einfach Olaf. So, Q kennt ihr wahrscheinlich. Er wirft die Axt, macht Damage Slowed. Nein! Olaf Gaming. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es länger Slowed, je länger er die Axt wirft. Okay, er hatte keinen Bock zurückzugehen. Ist das eigentlich schneller so? Ich glaube, er hat so 5 Sekunden verschwendet, wenn er einfach B gedrückt hätte. Ist auch nicht so wichtig. Oder er hat irgendwas mit der Wave gemacht, was ich nicht... Was ich mit meinem nicht-Olaf-spielenden IQ nicht verstanden hätte, kann natürlich auch sein. So, was haben wir noch? Genau, er kann diese Axt dann wieder aufsammeln und reduziert den Cooldown.
Oder ist es sogar komplett reduziert, wenn nach 2,5 Sekunden vergangen sind? Interesting. So, was ist denn jetzt eigentlich der Schild-Bullshit? W ist der Schild-Bullshit. Tough it out. Unaufgängig. So, also mit W kriegt ihr erstmal 40% Attack Speed, auch nicht schlecht. Und 10 plus Missing Health Shield. Warte mal. Achso, er kriegt ein Schild, je nachdem, wie viel Leben er. Ja, das ist halt dieser letzte Moment. Also, wenn er ganz viel Leben mehr verloren hat, kriegt er ein höheres Schild. Bis zu 175. Wenn dann weniger als 20% für 2,5. Ich hasse dieses Schild an Olaf. Ich finde, dieses Schild sollten die removen. Das ist der größte BS, den es gibt. Ich finde, so ein Champion wie Olaf sollte kein Schild in seinem Kit haben. Das ist einfach Nonsense. Reckless Swing. Olaf swings his axe. Okay, er macht True Damage. Einfach so. Okay. Klar. Warum nicht? Wenn der Gegner stirbt, sind die Kosten wieder zurückgegeben. Und Attacken verringern den Cooldown sowieso nochmal um eine Sekunde. Also er kann es nahezu immer spammen in so Kampfsituationen. Was ein weiterer Olaf-Nonsense-Fall ist. Oh, Digga, der smasht einfach alle. Geht er endlich mal down? Natürlich kommt da Interchen Yumi im letzten Moment und rettet den Tag. Natürlich. Alles andere hätte mich auch gewundert. Komm, Akshan, jetzt holst ihn aber mal. Los, los, los. Ich bin hier in das erste Video, wo ich einfach mal für die Gegner bin, Alter. So, Ragnarök, passe. Okay, er kriegt 10 Armor und 10 Magic Resistance. Interessante, wenn auch wenig bedeutende Passive. Aktive. Er glänzt alle. Immobilizing. Also, das hatten wir hier bei Melio schon letztens im Guide. Wenn ihr den Melio Guide nicht gesehen habt, checkt ihn aus. Mega nice. Er glänzt alles Immobilisierende und Disablende. Also, sowas wie Ashe, Ulti, Lissandra, alle möglichen Stuns. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, kommt Olaf aus der Mordekaiser-Ulti mit der Ult raus? Ich glaube schon, ja. Aber Akte. Und er kriegt noch Attack Damage, wenn es aktiv ist, wenn er einen gegnerischen Champion trifft. Wird Reckless Swing verlängert. Was ist ein Reckless Swing nochmal? Hä, warte mal eben. Wenn er einen Champion mit einer Attacke oder. Ach so, nee, wenn er einen Champion mit einer Attacke oder mit Reckless Swing trifft, dann wird die Dauer verlängert von der Ulti. Also, es geht bis zu 5 Sekunden. Bis zu 5,5 Sekunden. Ich habe mich schon gewundert. 3 Sekunden ein bisschen weird. Aber 5,5 Sekunden sind auch weniger, als ich gedacht habe. Gefühlt ist Olaf den ganzen Teamfight immer unstunbar, aber ist gar nicht so. Geht nur bis maximal 5,5 Sekunden. Außerdem kriegt Olaf 20% Move Speed, wenn er zu einem Feind läuft, für eine Sekunde, aber nur. Die Ultimate hat so komische kleine Teile. So der Anfang und das Ende sind so komplett egal eigentlich, aber die Mitte ist das Wichtige. Ist ja auch witzig. Naja, so. Also Fähigkeiten sind relativ einfach. Ich meine, Olaf ist auch ein Jahrtausend. Jahrtausend Jahre alter Champion. Da hättest du mich auch gewundert. Wenn da die Champion-Fähigkeiten besonders kompliziert wären, das wäre ein bisschen weird. So. Interessante Flank-Position. Wie steht's denn überhaupt? 10 zu 7, aber der meiste Goldvorteil kommt von ihm. Seine Botlane verliert. Ey Leute, das wäre so krass, wenn der als Toplaner mit einer verlierenden Botlane gewinnt. Warte, ich hab's ja. Er gewinnt das, ja. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist ja crazy. Es ist einfach mal. Der Top Lane Win Lane Win Game Traum. So viele Leute von euch spielen Top Lane. Gewinnen die Lane, verlieren das Game. Denken sich, ja, meine Bot Lane ist so schlecht, bla bla bla. Guck mal, was er macht. Er gewinnt einfach. Er gewinnt einfach, Leute. Ich meine, er hat auch eine Yuumi auf sich. Er hat kein Mana. That's the problem. Ja, da war das Mana das Problem. Ich weiß nicht, wie er sein ganzes Mana verschwendet hat, kurz vor dem Fall. Ich meine, to be fair, das ist einer der wenigen Nachteile von Olaf Mana-Probleme. Einer der wenigen Nachteile. Jeder Champ hat Vor- und Nachteile. Olafs Vorteil ist, dass er nahezu jedes 1 gegen 1 durch Nonsense gewinnt. Der Nachteil ist, dass er manchmal ein bisschen wenig Mana hat. Ich würde sagen, die Vorteile überwiegen hier in dem Fall. Also, er hat sich Trinity gekauft. Ein selten gewordenes Mythic-Item im Jahre 2023.
Was er wohl damit vorhat, Fragezeichen? Tja, wir werden sehen. So, Makrogame-technisch macht sein Team Harold und er jagt Akshan auf der Sideline runter. Ich meine, die haben Harold bekommen. War also kein schlechter Move. So, jetzt versucht er hier. Alle zu besiegen im Olaf, in der typischen Olaf-Fasson. Und es hat mal wieder geklappt. Guck mal, wie der Gragas die ärgert mit dem Tausch. Oh, lol. Das ist tatsächlich ein Toplaner, der das Game selbst in die Hand nimmt und carried. Ich meine, man kann es nicht mit jedem Champion machen. Ich meine, theoretisch kann man mit jedem Champion carryen. Praktisch sieht es da nicht ganz so. Wow. Okay, das war wiederum gut von Darius, da mit bisschen Prozent Leben da noch alle wegzusmashen. Auch ein beliebter Darius-Move. Guck mal, wie wütend der auf Jäger rennt. Oh, komm her. Lololololol. Das ist wirklich ein Top-Gap, Alter. Ich meine, Darius kam ein bisschen zurück, aber die sind 6k Gold ahead now. Da kannst du dann irgendwann gar nicht mehr so wirklich gewinnen, wenn du so viel Gold behalten bist. Oh, jetzt intet er aber schon ein bisschen, oder? Vielleicht ist Olaf gar nicht so nonsense overpowered, wie ich gedacht habe. Vielleicht ist nur das Early Game. Na, nee, ich habe schon so viele Olaf-Bullshit-Momente gesehen. Da gab es auch in der LEC diesen einen Moment. War das nicht sogar Jankos, der dieses komische Outplay da hatte mit Olaf, was so richtiger Nonsens war? Vielleicht weiß ja einer, was ich meine. Los, Olaf. You can do it. Olaf rennt rein und killt alles. Das ist der Olaf-Lifestyle. Auch den Baron zu nehmen ist für Olaf keine große Schwierigkeit. Der pinke Wurm hatte im Anblick des mächtigen Wikingers keine Chance. Stuff of flowing water. Warte mal, Yumi hat das Speedy-Up-Item und dann Stuff of Flowing Water? Eigentlich gehst du eher, wenn du dieses Stuff of Flowing Water-Teil holst, Moonstone. Interessante Kombination auf jeden Fall. So, er pusht die Sideline, während sein Team so ein bisschen die Gegner ärgert. Zeri hat ihnen so viel Zeit von denen verschwendet, die ist einfach so rausgeslidet. So geil. Olaf rennt rein und killt alles. Ein wenig überraschender Schachzug des schlauen Olaf-Spielers. Ja, Leute. Also, positive Aspekte. Ein Top-Laner, der das Game selbst in die Hand nimmt. Die negativen Aspekte, Mana-Probleme. Da würde ich sagen, unterm Strich ist Olaf eine sehr gute Wahl, um von der oberen Linie aus Games zu zerstören. Tja, Leute, ich hoffe, ihr konntet was lernen zum Thema Olaf. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.